Ja, und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück hier zu Medieval Dynasty. Ja, da blam. So. Fischerhütte haben wir gebaut. Da würde ich sagen, wir bauen doch nochmal so ein Materiallager hier irgendwo hin. Wobei das andere ja nicht so weit weg ist, oder? Das würde ja nicht sonderlich viel bringen. Jagdhütte geht auf jeden Fall auch noch. Jagdhütte 1, Jagdhütte 2. Haben wir da schon so eine Jagdhütte 2 eigentlich? Weiß ich gerade gar nicht. Und Jagdhütten kommen eigentlich so dorthin. Waldnähe. Hütte 2. Ja, das ist schön. Gewinnung. Holzschuppen. Grabungsschuppen. Ein Gebäude zur Rohstoffgewinnung. Arbeiter, die hier tätig sind, liefern Stein, Stroh, Kalkstein und Ton. Aber den müssen wir ja dann wahrscheinlich irgendwo hinbauen, wo eigentlich sowas, so ein Ausgrabungsding gibt, oder nicht? Eine Mine. Ein Gebäude zur Rohstoff und bla 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 bla. Verschiedene Mineralien. Kann nur an einen Höheneingang errichtet werden. Dadurch wird die Höhle vertieft. Oha, also doch so ein Grabungsding mal bauen. Das wäre ja auch geil. Aber wo baut man das denn hin hier? Ich möchte hier nicht den schönen Platz dafür verwenden eigentlich. Kommt eigentlich überhaupt nicht in Wassernähe, glaube ich. Aber wir bauen das jetzt trotzdem hier hin. 8-mal Stein. Das hatte ich auch anders erwartet. So, Stecker brauchen wir ja wahrscheinlich dann auch noch. Und jetzt wird es auch schon dunkel. Wird wahrscheinlich eine bisschen kürzere Folge. Wie gesagt, ich brauche noch ein bisschen Luft, damit ich noch Bären sammeln kann. Na gut, wirklich dunkel ist es jetzt noch nicht. Es ist einfach hier dunkel. Und natürlich habe ich wieder keine Fackel. Wir brauchen 8 Steine, habe ich gesagt, wa? Warum bin ich eigentlich schon wieder so voll? Das ist ja fürchterlich. Was schleppe ich denn schon wieder so rum, dass ich so voll bin? Warte mal, das Ding ist doch hier irgendwo. Ach, hier. So, 6 Stämmchens. Mal um. Neues Gebäude freigeschaltet. Haus. Oh. Haus. Wir haben ja jetzt immer, konnten ja immer nur einfache Häuser bauen. Jetzt können wir Haus bauen. Ein Haus. Das ist doch schon mal viel wert. Es ist halt schweinedunkel hier. Ich sehe nichts mehr. Ist halt irgendwo. Jetzt wird es wirklich schon dunkel. Oh Gott. Echt mal jetzt. Warum bin ich immer so voll? Irgendwo muss er jetzt noch ein Holzstamm rumliegen. Gut, hier brauchen wir auch nochmal Holzstämme. Ordentlich viele Holzstämme. Okay, das nützt alles nichts. Ich muss sowieso nochmal zurück hier. Ich weiß gerade echt nicht, warum ich so voll bin. Was habe ich denn gesammelt? Steine, ne? Nee, Steine habe ich ja verbraucht. Stöcke habe ich ja nicht, auch nicht so viele. Warum bin ich so schwer? Mmh.
Wo bin ich? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Okay, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Ach, hier Bretter. Bretter brauche ich jetzt gerade nicht, oder? Wir werden sehen. Stöcke habe ich jetzt das. Okay, Tollkirsche brauche ich jetzt auch mal nicht. Muss ich alles mal noch sortieren unbedingt. Nehme ich gleich ein paar so 6 Holzstämme mit, vielleicht. Oh, wir können sogar mehr. Ja, nice. Achso, Stroh. Ja, ihr habt schon geschrien, ich weiß. Stroh. Stroh. Habe ich eigentlich kein Stroh mehr in der Tasche? Ich bin nicht sicher. Es werde Licht. Na, mach doch den ab da. Da haben wir schon mal ein paar Bären. Das Problem ist echt, wie soll ich das jetzt machen, ey? Muss das über die Nacht jetzt wirklich schnell noch die Bären irgendwie sammeln? Ist ja leider nur in der Sommerzeit so. Danach ist Schicht im Schacht. Brauche ich gleich nicht mehr Stroh mitgenommen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Gut. Da liegt der andere Baum. Nein, drück doch mal die 5, Junge. Da habe ich jetzt alle. Da. Drei noch. Hier müssen wir doch irgendwo die Stümpfe haben, aber ich sehe sie gerade nicht. Vielen Dank. 1, 2, 3. Dann haben wir zumindest schon mal die Wände fertig. Dann kommt hier noch das Dach mit Stroh. Sehr gut. Und hier brauchen wir nochmal 5 Stroh Minimum. So, einmal den weg und einmal den weg. Und dann kriegen wir das auf jeden Fall schon mal reingebaut. So, das wäre das. Geht noch, wie gesagt, einmal Stroh. 5-mal Stroh, genau. Okay.
die Dunkelheit. Sie umgibt dich. Wo ist mein Stroh? Ach da. Nehmen wir ein bisschen mehr mit für die Fackeln auch. Ja, mal 35. Hier muss man raus. Hungrig bin ich auch schon wieder leicht. Ja, da müssen wir nochmal zu Geld kommen. Das schaffe ich aber jetzt nicht nach der Folge. Also, dass ich das außerhalb der Folge mache. Weil ich muss ja erstmal noch Bärchen sammeln. Auch noch. Das kann ich ja nicht. Die Messer kann ich ja nicht zwischendurch machen noch mit. Würde natürlich auch gehen. So, das Stück ist fertig. Ja, ja, kannst halt nichts machen, ja. Wahrscheinlich ist das wirklich nur für... Das stellst du halt an den... an das Ding noch mit dran. An... Diese Ausgrabungsgeschichte. Wisst schon, was ich meine. Bergbau. Und dann wird das da drinnen. Aber wo willst du das hier? Wie willst du das hier herstellen? Das ist doch Blödsinn. Grabungsschuppen. Ja, da wo gegraben wird. Hätte ich mir auch denken können, ne? Da müssen wir den. Ich weiß nicht, vielleicht lassen wir ihn einfach stehen, so als Dings. Ist ja egal. So. Sieht ja ganz cool aus da hinten. Okay, dann. Ja, jetzt können wir ja leider nicht mehr sonderlich viel machen. Wir können jetzt noch ein bisschen Bärchen sammeln, zusammen dann eben. Und dann gehen wir mal hier reinschleppen. Ein paar Minütchen. Habe ich noch? Habe ich noch? Ja, habe ich noch. Eine können wir ja mal trinken. So. Ich muss mal gucken, dass ich ein bisschen leer bin. Wenn du nachher einiges an Bären hast, das wird schwer. Das wird dann richtig schwer. Federn. Mach mal ganz kurze Pause für euch. Für euch geht's gleich weiter. So. Okay, achso, ich wollte noch das Zeug jetzt mal wegmachen. Das hier weg. Holzstamm brauche ich jetzt gerade mal nicht mehr. Stöcke brauchen wir für die Messer dann später. Die Fackeln brauchen wir dann. Also Stroh für Fackeln. Und Bären. Wir müssen Bären sammeln ohne Ende. Was soll ich sagen? Ja, machen wir das mal. Die sieht man ziemlich gut. Gerade in der Nacht seht ihr da die Büsche. Oder kann man die abkrabbeln. Gerade in der Nacht sieht man das echt nice. Ja, das ist so ganz tolle Beschäftigung. Ich glaube, in der Anfangszeit, wo das Spiel rauskam, gab es für die Bären tatsächlich für eine. Gab es dann auch tatsächlich ein Silberstück. Jetzt haben sie ja auf 0,1 oder so oder 0,2, ne? Also lohnt gar nicht mehr, das zu verkaufen. Und wenn man nicht weiß, welche man schon abgekrabbelt hat, dann macht man so und dann guckt man dann weiter. So. So habe ich das alte Mod die ganze Zeit gemacht. Das ist ganz nice. Oh, ist schon vorbei. Na, dann konnte man ja viele sammeln. Echt? Das ging aber schnell rum jetzt. Oh Gott. Naja, dann haben wir nicht viele bekommen leider. Naja, ist egal jetzt. ...191 immerhin. Reicht zwar nicht wirklich, aber besser als gar nichts. So, was machen wir denn jetzt Schönes?
Ich würde sagen, wir gucken mal, wie der Kräuterkundler jetzt gleich eingestellt ist. Den müssen wir nämlich jetzt einstellen auf Pilze. Dringendst auf Pilze umstellen. Kräuterkunde. Die arbeitet gar nicht mehr. Brüder. Wer ist ein Brüder? Keine Ahnung, müssen wir gleich mal einstellen. So. Nein. Ne, die will ich ja nicht ändern. Irgendwann werde ich es vielleicht auch mal drin haben. Ich weiß es nicht. Den müssen wir auf jeden Fall umändern hier. Okay. Nein, was macht. Was, warum bist du denn jetzt wieder nach unten gesprungen? So. Ich weiß gar nicht, kann man das mit Shift oder sowas? Nee, kann man nicht. In 5er Schritten oder in 10er Schritten machen, hätte ich jetzt gedacht, aber geht gar nicht. So, wir wollen Pilze, glaube ich. Das wäre die falsche Jahreszeit, genau. Der wächst nicht gerade. Birkenmischling, nehmen wir 5. Wir nehmen mal hier die Steinpilze wieder rein. Da machen wir ordentlich mal. %. Nehmen wir auch nochmal 5%. So. Dann kann der arbeiten. Und Grabungsschuppen. Ah, vielleicht nehme ich ja mal jemanden Grabungsschuppen rein. Kann ich aber gar nicht, wa? Was ist mit dir? Wieder. Ach, das ist ein Kind. Ein Baby ist geboren. Jetzt verstehe ich, wer das ist. Geil. Sieht man dann an der Farbe wahrscheinlich auch. Ja, die hat eine ganz andere Farbe. Das sind die Frauen. Männer sind blau. Frauen sind lila und die sind gelb, Kinder. Wahrscheinlich. Ein bisschen zu jung zum Arbeiten. Ach, mit 0 standen schön auf Feldern oder mit einem Jahr. Ist doch kein Problem, hallo? Zu jung. Gibt's hier nicht in dem Dorf. Alle müssen arbeiten. Oh. Da hatte ich noch eine Fackel an. Okay. Ansonsten passt hoffentlich alles. Wir schaufeln uns mal gleich mal hier das Zeug wieder weg. Weil Ton brauchen wir jede Menge für die Häuser. Für den Tonbewurf. Ja, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Dreiundzwanzig. War nicht sonderlich viel raus, eben wie habe ich so das Gefühl gerade. Gucke mal mit dem Dings, mit dem Cookie-Loch, aber das geht ja gar nicht, weil da ist keins. Weil wir das gar nicht hier angezeigt bekommen. Naja, gut. Dann schaffen wir den jetzt schon mal weg. Hier ist noch mal einer. Den können wir ja auch mal mitnehmen. Komm, du schaffst das. Okay, jetzt fängt es an, schwer zu werden. So. Ton, Ton, Ton. Alles wird gut, alles wird gut. 34. Machen wir jetzt. Wie viel Ton haben wir denn jetzt?
Ton, Ton, Ton. Ja, 39, also wir hatten ja nicht mehr viel. Okay. Ist der Kohl fertig geworden? Gehen die arbeiten und machen den ab? Kohl ist fertig, aber kein Arbeiter zu sehen. Ist noch zu früh wahrscheinlich, die sind noch nicht da, oder? Doch, da arbeiten doch schon welche. Ach, Feldarbeiter. Jäger. Kräuter. Einer fällt, glaube ich, raus, ne? Ist keiner mehr auf dem Feld. Es ist keiner mehr auf dem Feld. Oh, oh. Was ist denn das? Das ist die Feldarbeit hier. Glaube ich. 3. Waldebert. Der alte Waldebert. Mutter, ja, sie ist rausgefallen hier. Waldebert, dann musst du mal jetzt ran. Von Jagdhütte will ich dich mal ändern, bitte aufs Feld schicken. Es tut mir echt leid, aber du musst jetzt mal Feldarbeit machen. Dafür musst du in die Feldschuppen. Landwirt. Bitte. Okay. Weil das muss abgeerntet werden, dann müssen wir dann Neues nachher direkt pflanzen, wenn wir genügend Dünger haben, können wir das wahrscheinlich auch machen, aber das haben wir wahrscheinlich gar nicht. Also yo, yo, yo. Und ich wollte jetzt hinten muss auch noch mal so einen Weg lang führen. Ich bin mir gerade echt nicht so sicher. Wir müssen... Hinten wollte ich dann noch was bauen. Die Quests wollten wir machen, haben wir gesagt. Schon auf 33% hoch. Manche bleiben aber irgendwie unten, weit unten. Ich weiß nur leider nicht, woran das oft liegt. Also es liegt natürlich auch daran, weil die Hütten einfach noch schlecht sind. Die muss man dann immer aufwerten, versuchen, dann macht das besser. Und auch die Wände soll man dekorieren. Das fördert das auch. Gut. Gut, gut, gut. Dann gehen wir mal rüber zu der Quest. Da haben wir ja einige wieder Quests hier. Guten Tag. Moin. Oh, das war unser Ziel. Moment. Stop. Alvin. Was gibt's Neues? Lang nicht gesehen, Alvin. Wie geht's dir? Du siehst traurig aus. Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Na los, sag schon. Meine Hacke ist kaputt. Oh nein, der Horror. Lach nicht, sie ist wichtig für mich. Gut, wie kann ich dir helfen? Naja, ich habe ja schon eine neue bei Falibor bestellt. Er ist ein wirklich guter Handwerker und lebt fast nebenan in dem Dorf auf der anderen Seite des Flusses, nördlich von hier. Ja, okay. Er ist ein alter Freund meines Vaters. Mir wurde gesagt, dass das Falibor damals mit dem Schmieden aufgehört hat, weil er Rückenprobleme bekommen hat. Trotzdem hilft er uns, Feldarbeiten in der Gegend immer mal wieder dabei, unsere Werkzeuge zu reparieren. Ich habe die Hacke noch nicht abholen können, weil ich wirklich viel Arbeit habe, ja. Sicher, ich helfe dir gerne. Hier, Münzen um Falibor. Falibor für die Hacke zu bezahlen, das sollte reichen. Ich weiß, dass ich dir in dieser Sache vertrauen kann. Nein, nein, keine Sorge. Ich bin bald mit deiner kostbaren Hacke zurück. Gut, dann gehen wir da mal kurz rüber gleich.
Machen wir allerdings erst in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir gehen dann da mal rüber in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ja, tschüss.